Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute ein bisschen durch die Gegend mit der Zuschauerin und ich bin auch gerade auf dem Weg dahin. Wir treffen uns an einer Tankstelle und ja, wird auf jeden Fall ein interessantes Video, weil wir Richtung Duisburg fahren werden. Heißt, wir werden uns heute mal nicht in Wesel aufhalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der Tankstelle einfach wieder. Ich bin eh fast da. Als ob sie noch nicht da ist, Mann. Okay, sag mal was. Hallo, hallo? Schrei mich mal an. Oh, aua. Ich habe erstmal heute, bevor ich zu dir gefahren bin, meine Kette wieder gespannt. Sehr gut, das müsste ich auch mal wieder tun, weil meine ist schon wieder dabei. Seit wann hast du überhaupt deine Highsider-Spiegel so spacey, schräg nach, keine Weil Ahnung? Vorgestern, irgendwie sowas. Ich finde, also ich sehe jetzt mehr. Ich habe das mal so ausprobiert und irgendwie ist das geil. Wir fahren jetzt mal nicht über die Autobahn. Weil wir fahren ja mit einem 125er-Fahrer. Hä, sag mal, was soll denn das jetzt hier heißen? Ich bin vielleicht ein bisschen langsam, aber ich habe Kette gespannt. Geht wieder. 120, let's go. Ich habe Kette gespannt, jetzt fahre ich 150. So wieder eine Highsider ja auch PS machen. Ja. Logisch. Und diese roten Hebel. Ja, auf jeden Fall. Genauso wie wenn man zwischendurch einfach mal den Killswitch drückt. So. Das ist auch, gibt immer ein PS extra kurz. Also so NOS, weißt du? Ja, ja, genau. Das ist so diese NOS-Aktivierung. So macht man das. Ja, ja. Geheimer Cheatcode. KTM hat ja auch Cheatcodes, wie wir schon festgestellt haben. Ja, ist auch nur Verkleidung, KTM, ne? Ja, das auch. KTM hat die Motorkontrollleuchten-Cheatcodes. Mann, immer diese scheiß Ampel wieder rot werden. Ich sehe schon, komm, ich kann einfach aus dieser Fahrt gefühlt 20 Videos schneiden. Ist das so? Nein, eigentlich nicht. Ich nehme ja nur die besten Momente. Danke für 3 Sekunden Videocontent. Sehr geschehen. Gleich geht die wieder aus, ich lasse es lieber. Ah, stimmt, da war ja was. Anti-Flex-Mode. Boah, so Schienen habe ich auch immer Respekt vor. Ja, nicht geil. Also irgendwie so, es ist mir nie was passiert, dass ich irgendwie ins Rutschen gekommen bin, aber ich habe einfach Respekt davor, weil... Ja, also irgendwie haben muss man auch nicht. Ah, okay, okay. Wo willst du jetzt lang? Was macht der jetzt genau, Alter? Wohin mit ihm? Tuning treffen! Oder auch Kleingartenanlagen, ist ja fast das Gleiche. Juckt doch gar nicht mit seinem Lieferwagen hier? Nee, nee. Oh, da war... Jede Schlagloch genommen, ja? Ja, aber jedes. Ich habe das Schlagloch im Schlagloch, glaube ich, mitgenommen. Ach, das? Ja. Ja, das, du weißt, das Schlagloch im Schlagloch im Schlagloch so, ne? Schlagloch-Steppchen. Was ist das denn jetzt hier, Alter? What the fuck geht dir ab heute? Ihr halt mal mitten an der Bushaltestelle an, klar. Ja, man kann auch nicht hier parken. Nein, das wäre zu weit. Das wäre zu weit. Da ist auch kein Hof oder so, der komplett frei ist. Nein, nein, wir müssen an der Bushaltestelle parken. In der Bushaltestelle? Ja, das Auto passt da rein, so ist nicht. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Also Duisburg hat ja so geile Straßen, wo sich teilweise denkt, man fährt Offroad, ne? Ah, okay. Ja, okay, okay, alles okay. Klar. Fahr mal ruhig, kein Problem. Ah, okay. Ja, Omis haben Sonderrechte. Ah, ja, okay. Was ist hier los heute? Ja, willkommen in Duisburg, ne? Großstadt und so. Könnt ihr alle keine Auto fahren? Nee. Die haben auch eine eigene Straßenverkehrsordnung einfach. Ja. Die kennen keine Vorfahrt. Wo ich auch den weiß doch, also ich kann... Boah, hier riecht's nach Essen. Ich hab Hunger, mag sowas nicht. Das riecht nach so einem richtigen Omi-Eintopf. Warum hupt der denn? Lass mich in Ruhe! Hä, was hat der denn jetzt für ein Problem? Ja, weil ich kurz im Spiegel geguckt hatte, ob meine Cam noch aufnimmt. Das ist halt Großstadt, Digga. Da, die Ampel ist noch rot. Die wissen, dass die in der nächsten Sekunde grün wird, sie hupen. Hä, hey, aber der... Ach so, das war hier der Hinter... Ja, glaub schon. Ah, ich dachte jetzt der Abbieger. Ich denke, hey, der biegt doch eh ab. Ist doch scheißegal. Also ich denke mal, dass es der hinter uns war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wer anders war. Kommt jetzt Road Rage hier, oder? Ja. Warte, ich renne jetzt zu ihm hin und klatsche ihm seinen Spiegel weg. Ich wollte die eigentlich erschrecken, hat nicht geklappt. Das klappt nicht mit der 125er Euro 8. Lass meine Euro 8 in Ruhe, Mann. Alter, sind wir hier im Ghetto oder was? Warum? Ja, das sieht aus wie so ein Ghetto-Autowerkstatt oder so. Ghetto-Autotuning-Tuning-Treffen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auch wieder hier in dieser Ghetto-Gegend. Und dann würde ich sagen, seht ihr im nächsten Video, ob ich das überlebt habe hier oder nicht. Tschüss.